Hi, willkommen zurück hier bei Familie Reuss. Es ist Herbst, wir sind auf dem Herbstfest, aber scheinbar ist Luisa abgehauen. Ich hatte eben schon geguckt vor der Aufnahme. Die ist scheinbar tatsächlich einfach abgehauen von dem Date. Ich weiß ja auch nicht, wo die jetzt hin ist. Wir sind nämlich eigentlich in den Whirlpool gegangen, aber irgendwie ist sie jetzt nicht mehr da. Ich guck mal, ob ich sie noch woanders hin einladen kann. Wir sind ja hier quasi nur auf dem Fest und wenn ich jetzt zum Beispiel das Spa mit der Verabredung besuchen, dann müsste sie da ja eigentlich nochmal hingehen und könnten wir irgendwie uns um unsere Hygiene kümmern und all so ein Krams. Ja, der gute Julian ist mit seinem Abschlussball fertig. Der ist jetzt auf dem Weg zurück zum Hausboot, das wir ja haben. Und die beiden Mädels müssten, glaube ich, hier im Laden sein. Genau, du bist jetzt auch angekommen. Und ich würde sagen, du kannst heute nochmal ein bisschen was erfinden. Ich hoffe mal, dass wir heute vielleicht was schaffen. Dass du heute irgendwie eine neue Erfindung machen kannst. Wir haben ja eine ganze Menge Teile auf jeden Fall. Ja, wie immer, das leidige Thema bei Familie Reuss, es laggt und das ist heute besonders schlimm, weil es draußen arschheiß ist. Es ist so eklig warm einfach. Das ist das letzte Video, was ich heute aufnehme. Ich habe heute schon Monat-Display aufgenommen, sowohl die Folge, die gestern kam, als auch die, die morgen kommen wird. Und ja, werde den Rest des Tages wahrscheinlich erstmal nichts mehr aufnehmen und meinem PC ein bisschen eine Pause gönnen, wo ich werde den ganzen Mist dann auch noch rendern müssen. So eine Pause ist es nicht wirklich. Aber egal. Ja, also ich werde, hoffentlich wird diese Folge hier jetzt einigermaßen funktionieren, dass wir das irgendwie hinbekommen. Ihr müsst euch auf jeden Fall ein bisschen hier beschnüffeln, Kontakt knüpfen. Anschmiegen. Und dann könnt ihr euch vielleicht doch nochmal versuchen zu pflegen. Aber das Pflegen dauert halt immer Ewigkeiten. Du schläfst ein bisschen und dich wurde sich ja gekümmert. Und dann gehen wir nochmal aufs Hausboot. Das ist, denke ich, eine ganz gute Idee. So, wir warten jetzt, denke ich, mal aufs Essen. Du bist wieder ein bisschen aufgewärmt. Das heißt, wir gehen vielleicht mal hier drüben hin. Hier haben wir vielleicht ein bisschen mehr Platz. Schaffst du es denn hier reinzugehen, Leon? Kommst du an deiner Frau vorbei? Ja, sehr gut. Ich bin stolz auf dich, dass du hier an ihr vorbeikommst. So, dann können wir vielleicht noch ein bisschen quatschen. Schafft ihr das hier in der Ecke zu reden? Das wäre richtig praktisch, wenn ihr hier in der Ecke reden könnt. Nein, schafft ihr nicht. Okay. Das ist mies. Könnt ihr hier drin reden? Ich hätte halt gern mal einen anderen Ort als da draußen. Ich würde halt gern, dass die sich noch ein bisschen miteinander anfreunden, allesamt. Mit Amelie haben wir uns wieder ein bisschen angefreundet. Das ist doch schon mal super. Mit Julian sollten wir uns auf jeden Fall auch noch mal anfreunden. Muss mal testen. Das wäre so schön, wenn das gehen würde. Ich bin das ein bisschen von Sims 4 gewohnt, muss ich ja zugeben. Da haben die auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, wo sie quatschen können. Oh, sagt nicht, ihr könnt da drin reden. Oh, ich bin so stolz auf euch, dass ihr das schafft. Wahnsinn. Ich meine, das spricht auch schon für sich, dass ich mich darüber freue, ey. Ja, auf jeden Fall haben wir das geschafft. Wir haben einen Ort gefunden, wo die beiden hier miteinander quatschen können. Dann kannst du ihm noch mal ein Abzeichen zeigen, kannst eine lustige Geschichte erzählen und über die Kälte reden und ihm ein Geheimnis verraten. Und dann hast du dich mit deiner Tochter schon mal ein bisschen mehr angefreundet. Wie sieht's mit Julian aus? Nein, du sollst nicht nach Hause gehen, du sollst hier hingehen. Meine Güte. Ja. Genau, ich wollte gucken mit deinen Beziehungen. Mit Amelie sind wir ganz gut befreundet. Mit Sophia auch. Aber mit Leon müssen wir da auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Und wie sieht es bei dir aus? Du bist eigentlich auch ganz gut befreundet mit den allen. Also müssen wir uns morgen noch ein bisschen mit Leon und Julian beschäftigen, dass die beiden sich miteinander. Oh nein, jetzt gehen sie von diesem wunderschönen Ort wieder weg. Oh, ich hasse euch. Das ist sehr schrecklich. Warum habe ich das getan? Warum habe ich sie nicht einfach ganz normale Gespräche führen lassen? Ich weiß das auch nicht. So, ich würde mal sagen, du kannst dich hier schon mal hinsetzen und die Kleine kann sich hier schon mal hinsetzen. Und dann werden wir nämlich schon mal für Essen sorgen. Du kannst dann hier das Badezimmer benutzen und dann kannst du dich auch hier hinsetzen. Und dann kann die so gute Sophia nämlich Essen servieren. Und dann können wir alle gemeinsam ein paar Gemüseburger zum Abendessen. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Idee. So, wie sieht es denn eigentlich jetzt hier aus? Bist du jetzt noch mit deinem Date da? Ah, ja, okay. Ich sehe sie schon. Sieht ja schon den Marker hier. Dass sie auf jeden Fall da ist.
Wir haben mal hier zum Grundstück. Kommt sie denn mit? Vielleicht. Achso, du hast auch dein Outfit gewechselt. Ja, cool. Dann massieren wir mal ganz romantisch. Nee, wir massieren Luisa ganz schwedisch. Wir massieren sie schwedisch. Das ist auch irgendwie ein süßes Moodlet. Bespukt. Es spukt nicht nur in dem Haus. Die Erinnerung an dieses entsetzliche Erlebnis wird Jamie noch eine Weile beschäftigen. Tja, ja. Okay. Wir haben dich auf der Party vermisst. Interessiert keinen. Du machst Essen. Nein, du sollst dir keinen Teller nehmen. Du solltest eigentlich zum Essen rufen. Und zwar Julian, Leon und Amelie. Dann kannst du wenigstens deinen Teller abstellen. So. Jetzt müssen wir nur noch... Ja, ich weiß ja noch nicht, welchen Gemüseburger die immer essen wollen. Du sollst den essen, du sollst den essen und du sollst den essen. Genau, dann sollte das so funktionieren, oder? Sehr, sehr cool. Freut mich auf jeden Fall. Also das mit dem Essen servieren und sowas passt eigentlich ganz gut, funktioniert eigentlich ganz gut. Solange ich das halt so auf diese Art und Weise mache. Weil wenn ich das jetzt hier die einfach so essen lassen hätte, wären das bestimmt irgendwelche anderen Burger gewesen, die sie sich festgelegt haben. Deswegen ist das so ganz cool. Und ich finde es schön, dass die immer alle gemeinsam essen. Die haben ja auch jetzt alle gemeinsam Hunger, weil ich sie einmal gleichzeitig essen lassen habe. Das ist ganz lustig. So, gucken wir doch mal, wie das hier bei euch beiden aussieht. Ob euch hier jetzt massiert gegenseitig. Oh ja. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Das ist doch mal ein romantisches Date mit den beiden. Waren wir hier schon mal mit den beiden? Oder ist das jetzt das erste Mal? Das erste Mal, dass sie hier sich gegenseitig massieren. Ich weiß es natürlich nicht. Ich hoffe natürlich auch, dass jetzt gleich im Anschluss die gute Luisa auch gern den Jamie massiert. Das soll ja natürlich, macht ja natürlich Sinn, dass sie das hier gegenseitig machen. Müssen wir aber mal gucken. Mein guter, lieber PC, halt durch, halt durch. Vielleicht mache ich die Folge auch ein bisschen kürzer. Aber Hauptsache, dann haben wir dann eine Folge. Ist, glaube ich, ein bisschen besser als keine Folge. Okay. Was, du bist schon fertig mit Essen? Wie schnell esst ihr denn bitte? Leute, müsst ihr nicht so reinhauen, Mann. Bleib ruhig mal sitzen. Du hättest auch sitzen bleiben können, aber schon gut. Du kannst hier gerne mal die Reste wegstellen. Du kannst noch ein bisschen Spaß vertragen. Was könntest du denn Spaßiges machen? Ich weiß gerade gar nicht. Ist irgendwas im Inventar, mit dem du spielen kannst? Hier, du kannst damit ja mal ein bisschen spielen. Zumindest mal gucken, ob du das hinbekommst. Und ich werde jetzt mal dieses Auto hier hinstellen, weil das schon ein bisschen eigenartig ist, dass du das dabei hast auf dem Hausboot. Das ist schon ein bisschen... Ich weiß ja nicht. Steht das da jetzt auch wirklich oder eher nicht so? Ah, okay, es ist existent. Okay, gut zu wissen. Hausaufgaben haben wir ja schon gemacht, ne? Haben wir, glaube ich, schon Freitagabend gemacht, wenn ich mich nicht irre. So, und die Kleine kann dann gern hier einmal alles aufräumen. Und du wartest eben nochmal, bis Julian aufgestanden ist, denn den Platz brauchst du. Wir gehen nach draußen. Das ist voll in Ordnung. Schaffst du es rauszugehen? Kommt ihr aneinander vorbei? Yay! Ich bin nach wie vor stolz auf euch. So, dann könnt ihr gern auch nochmal dieses schöne Bett hier gemeinsam einweihen, ne? Du machst schön sauber, dann kannst du hier oben schlafen gehen. Ich glaube, das obere Bett war deins. Du kannst noch ein bisschen spielen mit der Rockgitarre. Und ihr beiden, wie gesagt, genießt noch ein bisschen dieses schöne Bett. Wozu hat... Nein, Leon. Einfach dahin legen, danke. Dass wir immer beide zur gleichen Stelle wollen. So. Okay.
Schon ein bisschen laut, aber naja, was soll's. Okay, ja, du bist mit der Massage fertig, deswegen wirst du jetzt nochmal... Machen wir mal mit Hot Stones, komm, wir vertrauen Luisa, dass sie das mit den Steinen hinbekommt. Mal gucken, ob sie das dann tatsächlich hinbekommt. Wollen wir die Kleine hier lassen oder nehmen wir die mit nach Hause? Ich glaube, wir nehmen sie gleich mit, wenn Maya fertig ist. Komm schon, Luisa, ich glaube daran, dass du dem guten dem guten Jamie nicht wehtust, wenn du hier die Hot Stone Massage machst. Kann natürlich auch Nachteile haben, wenn sie das jetzt macht. Also wenn sie halt was Schlechtes macht, dann kriegt er halt negatives Mutleid, aber so schlimm ist es ja auch nicht. Du solltest, glaube ich, noch ein bisschen rumgaloppieren, oder? Bevor du gehst. Na gut, ja, nee, du kannst dein Nickerchen machen. Aber ich finde, du solltest erstmal mit dem Pferdeball ein bisschen spielen, bevor du wieder ein Nickerchen machen gehst. Okay, sie hat eine weitere Skulptur fertiggestellt. Diesen kleinen süßen Hasen, den wir da schon haben, aber in anderem Stein. Auf jeden Fall interessant. Kannst du auch direkt nochmal kurz scannen. Brauchst du ja auch noch ein bisschen. Dann nehmen wir die Kleine nämlich als nächstes mit. Nehmen wir sie hoch und gehen nach Hause. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und du kannst dann hier ganz in Ruhe... Oh, du bist sogar mit der Erfindung fertig. Wow, cool. Hätte ich nicht gedacht, dass du das jetzt so schnell noch schaffst, meine liebe Mika. Bin stolz auf dich. Ein fliegender Kämpfer. Okay. Wollen wir direkt nochmal ein bisschen erfinden? Wie viele Teile haben wir noch? Wir haben eigentlich noch genug. Dann erfinde doch direkt noch, obwohl, ne, es ist schon nach 3 Uhr. Geh lieber auch nach Hause. Ganz ehrlich, geh lieber nach Hause. Und dann kannst du noch ein bisschen was essen. Dann können wir uns vielleicht auch noch um die kleine Luina kümmern. Okay. Du kannst dann los. Nimmst du die auch direkt wieder mit ins Inventar, die Gitarre? Ja, sehr cool. Dann können wir uns ja Jamie widmen und gucken, wie gut seine Liebste das mit der Massage hinbekommt. Er sieht irgendwie nicht ganz so... Ja, doch, jetzt sieht er entspannt aus. Ja, komm, das muss auch ein bisschen wehtun, Jamie. Das ist der Sinn von Massagen. Erst der Schmerz und dann die Entspannung nach dem Schmerz. Die Massagen sind schon echt toll. Ich hatte vor einer Weile auch mal Massagen, weil ich echt starke Rückenprobleme habe. Aber danach, oder nach einer Weile, nachdem man sich dann irgendwie dran gewöhnt hat oder der Rücken das ein bisschen besser abkonnte, war das halt echt super toll. Deswegen kenne ich das. Ja, können wir ein bisschen rumknutschen hier im Massageraum. Ich finde eigentlich diesen Salon hier ganz cool und ich werde auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass wir in der neuen Stadt, wo ich dann umziehen werde, also in Riverview, wo wir mit der Stadt umziehen werden, dass wir hier auch so ein salonmäßiges Dingens haben mit Sauna, mit Massageraum und sowas. Dass dann hier für alles wohl gesorgt wird, aber halt wie gesagt natürlich auch mit diesem Styling-Bereich und mit diesen Salons und auch mit diesen Tätowier-Dingen. Ist eigentlich ganz cool, das zu kombinieren. Oh, Jamie Royce hat sich in die Hose gemacht. Alles klar. Hat er das denn? Weiß ich jetzt gar nichts von. Ach, wir haben uns in die Hose gemacht? Wann denn? Wusste ich gar nicht. Okay, dann haben wir das. Könnt ihr ja gerne nochmal so eine Stehmassage geben? Und dann können wir, glaube ich, auch... obwohl, wir können jetzt auch die ganze Nacht durchmachen, Mann. Vielleicht können wir sie ja auch nach Hause einladen gleich. Das wäre eigentlich auch eine Idee. Ja, komm, dann laden wir sie nach Hause ein. Gehen wir... warte mal, können wir das... können wir sie nach Hause einladen? Freundlich... Nach Hause einladen. Genau, dann machen wir das eben. Dann schlafen wir nochmal irgendwie so eine Stunde oder so. So, die Kleine wird erstmal hier in den Hochstuhl gesetzt. Und dann kannst du eigentlich
das Badezimmer benutzen und schlafen gehen. Nee, nicht entspannen, schlafen gehen. Weil dann kümmert sich Mika um die Kleine. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Aber wir müssen das eh hier nochmal öffnen. Aufschließen. Damit Lisa hier gleich rein kann. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass sie bei uns zu Hause ist, oder? Oder nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Nein. Nicht die Spülmaschine benutzen. Komm, haben wir es aufgeschlossen, will sie die Spülmaschine benutzen. Typisch Mika. So, dann kannst du ihr Essen geben. Und zwar Gemüseburger. Den hat zwar Sophia gemacht und keine Ahnung, wie der jetzt hierher kommt, aber ist auch egal. Die beiden quatschen noch. Sie müsste ja genauso fast volle Energie haben, die gute Luisa, deswegen. Deswegen sollte das soweit in Ordnung sein. Du kannst dann nämlich hier auch aufräumen. Packen wir das mal hier drüben hin. Vielleicht nutzt sie dann auch das Waschbecken. Das wäre natürlich gut. Da ist wieder die Lampe drüber. So, gucken wir gleich mal, ob sie das einfach da aufräumt. Das wäre natürlich nützlich. Okay, du gehst ins Badezimmer. Wir sollten auf jeden Fall auch mal wieder nach den Fischis gucken. Ja. Aber ich sollte wirklich mal darauf hinarbeiten, dass wir umziehen werden. Das ist, naja gut, ich habe auch noch einige Folgen Zeit. Das ist Folge 379, wenn ich mich nicht irre. Und in Folge 400 möchte ich eigentlich umziehen. Deswegen werden wir da noch 20 Folgen haben mit der Großfamilie Reuss, die wir hier in der Stadt verbringen werden. Das heißt 20 Wochen, wenn ich es dabei beibehalte. Das heißt erst in 4 Monaten. Das sollte mir, nee, in 5 Monaten, das sollte mir genügend Zeit geben, um Riverview umzugestalten. Vielleicht ist das aber auch bald so, dass ich mehr Folgen in der Woche machen kann. Vielleicht wird es aber auch bald, wird es aber auch ab und an mal gar keine Folge in einer Woche geben. Das werdet ihr ja alles soweit sehen. Aber das ist soweit der grobe Plan. Also der ganz grobe Plan sagt, dass wir in 5 Monaten umziehen werden. Dann, wenn ich Folge 400 erreicht habe. Und dann wird das wohl so sein, dass wir dann in Riverview sind. Dann werde ich bis dahin hoffentlich alles dort eingerichtet haben. Ich meine, ich bin ja auch schon einige Monate dran. Und dann sind 5 Monate doch eigentlich noch ganz angemessen von der Zeit her. Yay, sie geht tatsächlich dahin. Das ist ja cool. Kannst du das auch nochmal kurz sauber machen? Dann muss die Kleine nochmal aufs Töpfchen oder zum Töpfchen gebracht werden. Können wir nochmal ein bisschen mit ihr spielen. Und es gibt auch immer wieder Leute, die kommentieren, hey, ich mag es nicht, dass du ständig auf Pause drückst. Das finde ich immer lustig, weil das ist halt meine Spielweise. Ich drück halt ständig auf Pause. Es hat sich dadurch entwickelt, dass das Spiel laggt, wenn ich nicht immer wieder auf Pause drücke. Und deswegen wird das garantiert auch so bleiben. Sag mal, warum kommt denn Luisa jetzt nicht mit? Kommt sie denn mit oder ist sie da jetzt stehen geblieben? Was ist mit dem Mädchen los? Ist sie auf dem Weg hierher oder nicht? Oder was ist los? Ist sie abgehauen oder was? Ist sie tatsächlich abgehauen oder wie? Okay, dann werden wir das Date beenden. Verabredung beenden. Es würde ja wohl hoffentlich gefallen haben. Die Luft duftet frischer, die Vögel zwitschern und du tänzelst auf Zehenspitzen, als ob du gleich abheben würdest. Die Verabredung war unglaublich. Okay. Dann ess ein bisschen heißere Suppe. Dann wird er gleich nochmal ein bisschen schlafen. Ist immerhin leicht müde noch von der Nacht. Dann werden wir das wieder abschließen für alle außer Jamie. Dann kannst du hier aufräumen, dann kannst du das Badezimmer benutzen und dann ein bisschen schlafen. Gott,
Gott, ey, wie alle mal nachtaktiv sind hier. Das ist schon ein bisschen schlimm. Und die anderen sind bald wach, würde ich mal behaupten, oder? Ah, der Tag- und Nachtrhythmus von Sims ist auch immer wieder eine Leistung hier. Oh, scheint, als wärst du wach, was? Den Briefträger jagen. Nein, einfach nur nein. Aber, Toffee scheint sich gut um sich selbst zu kümmern. Ich wollte ihn gerade kurz Lemmy nennen. Lemmy ist ja Steves Hund, aber es ist Toffee. Der kleine süße Toffee. So, wie geht's euch beiden denn? Du schläfst noch. Du solltest mal dein Nickerchen machen gehen. Müssen wir uns jetzt nur noch vor allem um die Mika und die kleine Luena kümmern. Und ich würde sogar vorschlagen, wir wickeln sie einmal kurz. So müssen wir sie nämlich gar nicht absetzen. Wenn du das dann schaffst, meine gute Mika, dann können wir sie einfach wickeln. Dann können wir sie im Anschluss auch direkt nochmal kitzeln. Und dann können wir auch schlafen gehen und versuchen, den nächsten Tag ein bisschen in normalerem Rhythmus zu verbringen. Wow, ist die ein bisschen heiß oder was? War ein bisschen scharf, Junge. Zack, so ist das. Oh, das, was bei Sims 4 richtig nervig ist, sobald man einmal was in den Geschirrspüler getan hat, kann man den erstmal nicht mehr verwenden. Das ist so nervig und bei Sims 3 kannst du einfach danach nochmal was da reinpacken. Das ist schön. Und du wachst direkt auf, weil du zur Arbeit musst. Nein. Nein, Maya, nicht. Schlaf doch einfach weiter. Tu so, als wäre nichts geschehen. Und hast du es geschafft? Sehr cool. Ich bin stolz auf dich, Mika. Ich habe sogar diese Folge, glaube ich, hinbekommen. Die beiden immer beim richtigen Namen zu nennen, oder? Das wäre natürlich meine Leistung. So, dann werde ich noch warten, bis der gute Flame hier aufwacht. Oh, brechen? Wegen was? Wegen was musst du jetzt brechen? Was ist denn? Oh, du bist seekrank! Aha, was war das hier? Oh! Tolle Verabredung. Süß. Ist denn noch irgendjemand seekrank? Oh. Julian ist auch seekrank. Gut, er wird wahrscheinlich nie seekrank, oder? Dein Magen macht, deine Sims macht den Seegang auf einem Boot nicht sonderlich viel aus. Sehr gut. Bist du auch seekrank? Nein, sie ist ja immerhin tapfer. Sie schafft das. Aber die beiden sind seekrank. Wie lustig. Habe ich gar nicht daran gedacht, dass es das auch gibt, quasi. So, du kannst einmal ein bisschen rumgaloppieren. Wenn du das schaffst. Ja, doch, ein bisschen kannst du auf jeden Fall. Oh, Julian ist heute mit dem falschen Bein aufgestanden. Nicht gut. Ah, er muss ja auch brechen gerade. Gut, dann kann ich mir vorstellen, dass das nicht besonders angenehm ist, so aufzuwachen. Dann kannst du noch ein bisschen was trinken und dann mit dem Pferdebeispiel spielen, mein Guter. Hihi. Dann geht's dir auf jeden Fall auch gut. Das freut mich doch. So, ihr beiden Seekranken. Ja, das kannst du dann direkt einmal sauber machen. Das sieht nicht besonders appetitlich aus. Aber schlaf dann noch mal ein bisschen weiter. Schlaf noch mal ein bisschen aus. Ich würde sagen, du kannst auch noch mal weiter schlafen. Ist ja erst 9:30, ne? Da kann man auch ein bisschen länger schlafen. Freundschaft mit Amelie beenden? Nein. Und auch nicht die Schule schwänzen können wir heute eh nicht. Heute ist Sonntag. Würde mich mehr verwundern, wenn du heute zur Schule gehen würdest. Und du solltest dich auch ein bisschen um deine Bedürfnisse kümmern. Kleiner Toffee. Oh, der Napf ist leer. Dann musst du da ein bisschen kauen. Ach ja, dich habe ich noch gar nicht zum Schlafen geschickt. Schlaf mal ein bisschen, Mika. Das wäre, glaube ich, gut, sonst fällst du gleich um. Ich meine, okay, eigentlich muss sie bald auch auf Toilette, aber so, sie schläft erstmal ein bisschen. Wir warten dann mal, bis die alle so ein bisschen aufwachen. Also wahrscheinlich wird Julia nicht ganz so lange schlafen wie die anderen. Wir werden die alle wahrscheinlich so ziemlich gleichzeitig aufwecken. Zumindest wenn der letzte von den anderen wach ist, werden wir Julian aufwecken.
Ja, okay, du schläfst. Ihr schlaft auch alle so ein bisschen. Du bist auch am Schlafen. Du kannst eigentlich mal ein paar Kollegen treffen. Und dann würde ich sagen, beenden wir aber die Folge hier. Sehen es diesmal noch 25 Minuten, aber ich denke, damit könnt ihr leben. Und dann machen wir das nächste Mal auf jeden Fall an dieser Stelle weiter. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Wie gesagt, auch wenn es laggt, ich spiele Familie Reus super, super gern. Und solange es euch nicht zu viel Probleme macht, dass mein Spiel laggt und das Video laggy ist quasi, dann ja, spiele ich natürlich auch immer gern weiter. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Wir sehen uns dann wahrscheinlich nächsten Mittwoch wieder bei der nächsten Folge von Familie Reus. Ciao!